In diesem Video wiederholen wir den Kosinus am Einheitskreis und anschließend lernst du die Vektorwinkelformel kennen. Ich habe hier den Einheitskreis schon aufgezeichnet. Er heißt deshalb Einheitskreis, weil der Radius die Länge 1 hat. Und ich habe hier einen Punkt P eingezeichnet, den kann man aber am Einheitskreis verschieben. Und je nachdem, wo der Punkt P gerade ist, haben wir dann einen Winkel, bestimmten Winkel Phi. Und der Kosinus am Einheitskreis liegt immer auf der x-Achse, also das ist in dem Fall der Kosinus von Pi. Der Kosinus von Pi variiert natürlich auch, je nachdem wie groß der Winkel ist und wo der Punkt P liegt. Die Vektoren V und W sind mit dem gleichen Anfangspunkt eingekennzeichnet. Für den eingeschlossenen Winkel Phi gilt die Formel: Der Kosinus von Phi ist gleich das Skalarprodukt von V und W durch die Länge von V mal die Länge von W. Überlege mit dem Einheitskreis bzw. der Vektorwinkelformel, ob kleiner, größer oder gleich in die Lücken passt. Aus dem vorigen Video solltest du für diesen Bereich der Tabelle noch wissen, dass das Skalarprodukt uns etwas über den Winkel zwischen den beiden Vektoren aussagt. Wenn das Skalarprodukt gleich 0 ist, dann wissen wir haben 90 Grad. Wenn das Skalarprodukt größer 0 ist, haben wir einen Spitzenwinkel zwischen den Vektoren. Wenn das Skalarprodukt kleiner 0 ist, haben wir einen stumpfen Winkel zwischen den beiden Vektoren. Wir beginnen mit Phi ist gleich 0 Grad. Wenn Phi 0 Grad ist, dann ist diese Länge genau diese Länge. Und nachdem du weißt, dass der Radius gleich 1 ist, wissen wir also, Kosinus von Phi ist gleich 1. Und wir wissen, wenn wir einen Spitzenwinkel haben, dann ist das Skalarprodukt größer als 0. Wenn Phi zwischen 0 und 90 Grad liegt, dann heißt das, unser Punkt P liegt irgendwo hier in dem Bereich. Das heißt, der Kosinus wird irgendwo hier variieren, verschiedene Längen annehmen. Das heißt, Kosinus von Phi ist größer 0. Und der Winkel Phi zwischen 0 und 90 Grad bedeutet ein spitzer Winkel. Das heißt, das Skalarprodukt ist größer als 0. Wenn Phi 90 Grad ist, dann ist diese Länge genau nach oben. Das heißt, der Kosinus, der ja an der x-Achse entlang liegt, ist gleich 0. Und auch das Skalarprodukt ist gleich 0. Wenn jetzt der Winkel Phi zwischen 90 und 180 Grad ist, dann haben wir einen stumpfen Winkel. Das heißt, das Skalarprodukt ist kleiner als 0. Und wenn du jetzt hier schaust, hier haben wir einen stumpfen Winkel. Der Kosinus ist also auf der anderen Seite, er ist negativ, also kleiner 0. Und wenn unser Winkel 180 Grad ist, also ganz so nach hinüber, dann ist ja diese Länge genau auf der x-Achse, und zwar auf der negativen x-Achse, also ist gleich minus 1. Und weil 180 Grad auch ein stumpfer Winkel ist, ist das Skalarprodukt kleiner als 0. Das war's. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder.